Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. In diesem Video machen wir den Toffifee-Likör. Der ist ebenfalls aus der Rezeptwelt. Ich habe mir das Rezept wieder ausgedruckt. Und hier sind auch die leckeren Toffifee. Ich bereue sehr, dass ich ihn selber nicht trinken kann. Wir haben ihn schon mal gemacht und er schmeckt wirklich gut. Also wir haben ihn einmal schon mal vorher probiert. Und in diesen Likör kommt Korn rein. In den zwei Likör kam ja zum Beispiel Wodka rein. Gut, und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Allererstes fangen wir an mit den Toffifees. Und zwar brauchen wir dafür eine ganze Packung. Das sind 15 Stück. Und die geben wir jetzt erstmal alle in den Mixtopf. So, und die Toffifee-Packung, die gebt ihr jetzt bei 7 Sekunden bei Stufe 10 Vollpower. Also sie werden zerkleinert und das wird jetzt richtig laut. So, ich habe jetzt einen leichten Gehörsturz. Ja, das war's. Das war Stufe 10 bei Toffifee. Das ist keine leise Angelegenheit. Und das Ganze sieht so aus. Also total zerkrümelt. Und jetzt kommen Ei, Zucker und Sahne noch dazu. Und ich werde das Toffifee oder die Packung Toffifees mit meinem Schaber so ein bisschen nach unten kratzen. Das ist im Übrigen einer von der IKEA. Die kosten da, glaube ich, nur schlappe 80 Cent. So. So, als allererstes schlage ich das Ei in den Topf. Dann gebe ich 250 Milliliter Sahne in den Topf. Und dann kommt noch 100 Gramm Zucker. So, das Ganze bekommt einen Deckel und wird bei 5 Minuten auf 80 Grad Stufe 2 erhitzt. So, in der letzten Minute steht in der Beschreibung, soll man, in dem Rezept, soll man den Korn hinzufügen. Und zwar brauchen wir da 250 Gramm. So, der Likör ist schon fertig, so schnell geht das. So, die Menge sieht jetzt so aus. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und ich werde jetzt wieder alles in meinen Messbecher umschütten. So, es sind 800 Milliliter, für die, die es interessiert. Und das Ganze werden wir jetzt wieder in unsere schönen Likörfläschchen umfüllen. Das war jetzt mein Toffifee-Likör, beziehungsweise der Toffifee-Likör aus der Rezeptwelt. Und ja, wie man sieht, also es sind noch so kleine Stückchen drin. Das soll aber so, also das gehört so. Und man muss es halt mögen, ne, wenn dann so kleine Stückchen mit drin sind. Hier seht ihr das nochmal in der schönen Flasche. Und ja, das wurden jetzt zwei Töpfe, waren vier Flaschen. Also versteht ihr? Ja, also zwei Flaschen mal immer ein Topf, genau. Und ja, das war's jetzt mit dem Toffifee-Likör. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet bei meinen nächsten Videos ein. Tschüss!